So, hallihallo und herzlich willkommen auf Doms Anker Channel. Ich präsentiere euch heute Lego City Undercover. Ich dachte, wir spielen mal was anderes an statt dem üblichen Scheiß. Und ja, gucken wir mal, was es kann. Und ich würde sagen, wir legen halt direkt los. Sobald ich ja endlich Bild hier am TV habe, das wäre der Hammer. Noch ist es nämlich dunkel. Wie immer fangen wir natürlich von ganz von vorne an. Wir wollen ja gemeinsam alles erleben. So, Untertitel machen wir an und dann gucken wir uns die erste Cutscene an. Hallöchen, ich bin Frank Honey. Ich arbeite seit einem Abschluss bei der Polizei. Einmal bin ich von der Seite der Auburn Bay Brücke bis zur anderen gelaufen. Das hat vielleicht lange gedauert. Ich kann mir gut vorstellen, dass es sogar noch länger dauert, wenn man längs auf ihr entlang läuft. Okay. Ein feuriges Willkommen an all jene, die sich gerade zugeschaltet haben. Die haben Lizenzmusik bekommen, cool. Na, cool. Na, hier geht's zu Party Party. Hier tanzt ja alles auf der Straße. Zombies, Monster. Seit sie mich weggeschickt haben, bin jetzt ein besserer Kopf. Schlauer und schneller. Was bringt dich denn wieder her, Chase? Eine alte Bekanntschaft, ein Versprechen und eine Schuld, die beglichen werden will. Geschäftlich oder privat? Ich muss das hier für dich ausfüllen. Geschäftlich oder privat? Vielleicht keins, vielleicht beides. Hey, aber irgendwas muss ich hier ankreuzen. Keine Sorge, das kann man ausbeuten. Schön die Anspielung auf Titanic. Kein Problem für einen alten Seebären wie mich. Ganz geschmeidig in den Hafen. Wie parkt er denn ein? Und was bringt Sie nach Lego City, junge Dame? Dieses Schiff? Nicht schnack. Oha, was bist du denn? Bürgermeisterin Gleason. Wir sind so dankbar, dass du zurück bist, Chase. Das war sicher nicht einfach für dankbar? Dich. Dankbar? Ich dachte, er ist eine Pfeife. Ausweis machen lassen. Ich dachte da mehr an dein Verschwinden damals, aber gut. Also machen wir es kurz. Rex Fury ist ausgebrochen und treibt sich in Lego City herum. Was? Geht es Natalia gut? Keine Sorge. Sie ist immer noch im Zeugenschutzprogramm. Ich muss sofort mit ihr reden. Ich gebe dir ihre Nummer. Aber wenn du sie wirklich schützen willst, dann schnapp dir Rex Fury und buchte ihn ein. Nochmal. Chase, die ganze Stadt leidet unter einer Welle der Kriminalität. Ja, schau doch. Hey! Und ich bin sicher, Rex Fury steht dahinter. Nur du kannst uns helfen, Chase. Mach dich auf den Weg zur Polizeistation und finde Rex Fury. Der ist ohne Reifen losgefahren. Glückwunsch. Also ich kann euch sagen, Lego City Undercover hatte ich schon mal angespielt und zwar auf der am 3DS. Und ich fand es damals schon nicht so schlecht. Allerdings fing es anders an, glaube ich. Kann aber auch sein, dass ich mich einfach nicht mehr erinnere. Das ist schon ein bisschen her.
Yay, Lego-Steine sammeln. Ich spiele ganz klassisch wie alle Lego-Spiele bis hierhin. Ach, die muss ich gar nicht sammeln, das haben bloß meine Marker. Ah! Es sollte in Deckung gehen. Hier komme ich. Bibo, Bibo. Aus dem Weg. Ich bin Polizist. Ihr müsst Platz machen. Ihr Nasen. Wow. Okay. Umkleidekabinen, habe ich verstanden. Tatu, tata. Gibt es denn hier dann Autoradio in den Autos später? Das wäre mega. Scheiß auf GTA, ich kann Lego City Undercover spielen. Nur trifft die Karriere nicht so ganz so geil. Gib dich zur Polizeimarke. Schaffen wir, hoffe ich. So. Here we go. Hilfe mit den Donuts? Nein, geht schon, danke. Ich bin übrigens Frank Honey. Chase McCain. Chase McCain? Eine Legende! Ist eine Legende? Stimmt es, dass du Rex Fury Ding? Eklor! Hab dazu beigetragen. Deputy Dumby hat die eigentliche Festnahme gemacht. Und ich bin auch keine Legende, sondern ein normaler Cop. Genau wie du, Honey. Vielleicht nicht ganz genau wie du. So, wie wär's? Kannst du mich ein wenig rumführen? Es wäre mir eine Ehre. Ich warte drinnen. Okay. Oh Gott, der ist creepy as fuck. Die 80er Jahre Schnulzenmusik drüber, geil. Hallo? Natalia? Chase? Ja, ich bin's. Geht's dir gut? Fertig. Bist du verrückt geworden? Mich anzurufen. Ich bin im Zeugenschutzprogramm. Zeugenschutzprogramm. Ich war besorgt. Rex ist ausgebrochen. Dachte, er wäre hinter dir her. Weiß ich, aber er ist nicht hinter mir her. Der Chief hat mir persönlich versichert, dass Rex die Stadt verlassen hat. Was? Die Bürgermeisterin hat gerade das Gegenteil behauptet. Was? Soll ich? Ja. Ich will doch nur hören, ob du in Sicherheit bist. Dass ich in diesem Schlamassel stecke, ist allein deine Schuld. Wo bist du? Das geht dich gar nichts an. Natalia Smith, bitte zur Mercy Hearts Rezeption. Im Mercy Hearts Krankenhaus. Nein! Aber komm bloß nicht her. Wenn Rex wirklich hinter mir her ist, bleibe ich ganz sicher nicht hier. Rex. So, dann schauen wir uns hier mal um, hätte ich gesagt. Frank. So. Zwei Festnahmen diesen Monat und ich gewinne ein Waffeleisen.
Ich glaube, genauso funktioniert Polizeiarbeit. Wirklich sicher, Frank? Aber natürlich ist... Hallo, das hier ist unser Zentralcomputer. Der qualmt normalerweise nicht so. Wurde heute Morgen gehackt. Der darauffolgende Alarm hat den Aufzug angehalten. Explodiert ist die ganze Sache aber erst, als Frank ihn reparieren wollte. Mit einem Hammer. Wie repariert man sonst PCs? Das habe ich schon in der Kindheit gelernt. Einfach draufhauen, funktioniert fast immer. Zentralcomputer einsatzbereit. Sicherheitsabriegelung aufgehoben. Aufzüge. Deswegen bin ich ja Techniker geworden. Ah, nicht schlecht. Mal sehen, wer sich reingehackt hat. Oh, sag Bescheid, falls es Probleme gibt. Mit Computern kenne ich mich aus. Computern. Ja, Computern. Zeit für den Keller. Du hast heute Feierabend, der Computer ist gerade explodiert. Hätte ich mir gesagt. So, auf zum Lift. Schon über alle Berge. Diese Wichtigtuerin schickt mir einen Spezialisten aus Übersee als Verstärkung. Chase McKay. Na, der ist ja gut gelaunt. Sie sind der neue Chief? Mann. Ich sehe dich zwar nicht gern hier, McCain, aber immerhin kann ich dich jetzt rumkommandieren. Sieh zu, dass du dich nach unten scherst und eine Uniform anziehst. Seid ihr zwei alte Freunde? Honey, hast du das angeforderte Material auf meinen Tisch gelegt? Ja, Chief. Ich bin in meinem Büro. In 10 Minuten gibt es eine Lagebesprechung zu Rex Fury. Obwohl er jetzt natürlich schon über alle Berge sein wird. Und bis dahin, keine Störung! Na toll. Ja, er scheint heute in guter Stimmung zu sein. Komm, wir holen dir eine Uniform. Er scheint heute in guter Stimmung zu sein. Wie ist der denn bitte drauf, wenn er in schlechter Stimmung ist? Das ist unser Keller. Ich führe dich rum. Hier findest du Chucks Fahrzeugservice. Am Anfang hast du nur Zugriff auf ein Modell. Aber wenn du deinen Job gut machst, kriegst du Zugriff auf einen ganzen Haufen. Mein Gott, ist so motiviert. Tatsächlich? Wie viele sind's bei dir, Frank? Wir sollten wohl mal weiter. Das klingt so, als hättest du nicht recht viel. Du hast mich aber ehrlich gesagt nicht überrascht, um ehrlich zu sein. Yay, rote Steine. Okay, wir müssen uns den ganzen Quatsch hier erstmal anschauen. Zu diesen Räumen ist außer Betrieb. Laut Chuck zu deiner eigenen Sicherheit, weil da oben ein Monster lebt. Ein Monster. Genau. bitte lass es mich nicht fressen. Schon klar, Frank. Es wird dich jemand fressen wollen, Pfeife. Wir machen hier einfach alles kaputt in guter alter Lego-Manier. Er braucht schon Toiletten. Wo ist mein Anzug? Ja, Hulk böse, Hulk zerstören. Das ist ja schlimmer als Sportunterricht in der Schule. Los, steigt euch mir an. Mach dich bereit. Klar, Mr. Simons hat mich auch immer angebrüllt, aber Chief Dundee hat gesagt, ich hätte fette Knöchel. Ich will 110% Einsatz von euch sehen. Prozent, nicht Promille! Oh, wie gemein! Yeah! Schauen wir mal, was wir hier machen müssen. Komm her. 5 Mal müssen wir das machen. Na, das schaffen wir noch. Und höher! So, jetzt haben wir durchtrainiert auch schon für heute. Zack! Also ich bin ja nie im Fitnessstudio gewesen, aber ich glaube nicht, dass man die Dinger danach so drauf wirft. Geh weg. Komm hier rüber.
glaube, der kriegt nur einen Herzinfarkt, wenn er so weiter tut. Oh. Was ist hinter dieser Tür? Oh, hier kommen wir nochmal her. Ist etwas Besonderes. Komm, wir suchen dir eine Uniform. Wir haben heute neue bekommen. Irgendwo sollte also eine sein. Ach, servus. Ich habe am Anfang eine gebrauchte von jemandem bekommen. Das Kleid stand mir wirklich gut. Sieh in diesen Kisten nach. Warum muss man heutzutage alle Möbel selbst zusammenbauen? Yeah! Polizei. Hey, gut siehst du aus. Jetzt, wo du deine Uniform hast, zeige ich dir den besonderen Ort. Yay. Das ist die Ausgabe. Ah, hoffentlich ist Ellie da. Weirdo. Komm her. Ellie. Wo ist meine Knarre? Bist du das, Frank Holly? Moment. Das hier ist die Ausgabe und der Beweismittelschrank. Das Reich von Ellie. Psst. Hey, Jungs. Oh, ich wusste nicht, dass du da bist. Du hast gerade mit mir gesprochen. Oh, Mann. Hallo, ich bin Chase. Ja, das ist der Typ, von dem du mir erzählt hast. Chase McCain! Nett, dich kennenzulernen, Chase McCain. Mein Onkel Hugh hat mir alles über dich und den Fall Rex Fury vor ein paar Jahren erzählt. Tatsächlich? Keine Bange. Auf der Polizeistation wissen so einige, dass es eigentlich dein Erfolg war. Ja. Das ist ein Polizeikommunikator. Der kann so einiges mehr als dein altes Telefon. Unter anderem hält er mich darüber auf dem Laufenden, was du so treibst. Will ich das denn überhaupt? Du musst ihn mit dem Zentralcomputer in der Eingangshalle verbinden, bevor du ihn benutzen kannst. Hilfst du Chase bitte dabei, Honey? Ah, braver Junge. Ich melde mich, wenn die Verbindung steht. Hier hast du einen Dentastick. Ich muss jetzt Beweismittel aus einem Bäckereiüberfall einräumen. Wenn nicht, frisst der Chief sie auf. Zuverlässiger Chief, wenn der dir hier deine Beweismittel wegfrisst. Hier lang, Chase! So. Braucht keiner. Braucht auch keiner. Was kann man hier dann zusammenbauen damit? Oh, süß. Was kann man denn hier wieder für einen Quatsch machen? Yeah! Hoffentlich bemerkt der Chief, wie schön ich die Haare heute habe. Da bist du ja! Ab an den Um Gottes Willen. Kommunikator verbunden. Aktualisierung läuft. 1% abgeschlossen. Oh, Fortschrittsbalken. Hey, Frank! Jemand muss den Chief wecken gehen. Ich arbeite Ich wecke ihn so ganz hart. Sicher nicht. Der feuert mich nur wieder. Ah, die Besprechung über Rex Fury wollte ich mir sowieso sparen. Hast du noch den Schlüssel zu seinem Büro? Ich habe ihn doch hier in der Hand, oder? Nein. Oh, dann habe ich ihn verloren? 100% abgeschlossen. Yeah. Ich helfe dir beim Suchen. Je früher der Chief wach ist, desto eher kann ich mit der richtigen Polizeiarbeit anfangen. Danke. Ich muss ihn oben verloren haben.
Oh, Ben hat einen verloren. Bis zu meinem 40. wäre ich schon gern Captain. Bis zum 40. Na, Glückwunsch. Chase, hast ja deinen Kommunikator zum Laufen gebracht. Scheint so. Ja, aber jetzt muss ich Frank bei seiner Schlüsselsuche helfen. Kein Problem. Ich habe die Software auf deinem Kommunikator aktualisiert und seinen Scanner aktiviert. Sein Bildschirm zeigt dir jetzt Dinge an, die du sonst nicht sehen würdest. Geister zum Beispiel. Das war dein Spiegelbild, Frank. Danke, Ellie. Diese irren, glubschigen Augen gehen mir nicht mehr aus dem Kopf. Er gruselt sich vor sich selbst, warum er nicht. Da, genug Kaffee getrunken, ihr faulen Säcke. Chaos und Zerstörung. Malt, wenn du Donuts suchst, dann am ehesten im Büro des Chiefs. Falls nicht schon alle weg sind. Was? Der futtert die alle alleine? So, du willst den Chief wecken? Okay. Wenn du damit fertig bist, hätte ich dann noch ein Wespennest für dich, in das du reinstechen könntest. Darf ich das machen? Ich weiß, wie das geht. Hatte es allerdings für eine Pinata gehalten. Lol. War es aber nicht. Die Süßigkeiten haben nämlich Aua im Mund. Du hast ihn! Die Süßigkeiten ihn ja haben Aua im Mund gemacht. Was Wichtiges zu erledigen. Plötzlich. Videospiele! Woohoo! Das Klopfen an der Tür hört er sicher nicht. Er hat einen tiefen Schlaf. Ist das die Stimme von Mr. Monk? Na los, die Einsatzbesprechung, Chief. Wachen Sie auf! Ich will nicht. Ghetto Blaster! Ich hab nur meine Augen entspannt. Und meine Arme. Und meine. Oha! Du schon wieder! Na toll. Toll! Besprechungsraum! Eine Minute! Mein Gott, hat er schlechte Laune. Das war gerade Anspielung auf. Ma, wie hieß der Film? Ich weiß nicht eins. Leute, Ruhe bitte. Starsky und Hutch. Hey, Harry. Wie viel Kaffee hast du schon intus? Ja, ich weiß, was du denkst. Waren es 6 oder doch nur 5? Dirty Harry, cool. Okay, auf jeden Fall genug. Ich komme direkt. Definitiv cool, die ganzen Anspielungen. Die Bürgermeisterin glaubt, dass wir nach diesem Mann fahren sollten. Rex Fury. Ist der riesig? Rex. Gelang vor 3 Monaten die Flucht von der Albatros-Insel. Wie genau ist noch unklar. Aber das spielt keine Rolle. Wichtig ist, dass wir ihn bald auftreiben. Behaltet das also im Hinterkopf. Also, Rex Fury hat sich schon im Alter von 6 Jahren dem Verbrechen zugewendet. Du liebe Güte, ein durchaus wichtiges Detail, möchte man meinen. Elementar, mein Lieber. Sherlock Holmes ist Alter. Verdankten wir einer geheimen Zeugin. Geheim allerdings nur so lang, bis jemand versehentlich ihre Identität verraten hat. Dank Natalias Aussage konnten wir Rex verhaften. Er versuchte zu fliehen, aber sein Fluchtfahrzeug, ein Rasenmäher, war zu lang. Außerdem hat er den Mann unterschätzt, der ihn schließlich dingfest gemacht hat. Mich! Steckt Rex hinter der Verbrechenswelle, muss er sofort wieder eingebuchtet werden. Um den tatsächlichen Übeltäter zu schnappen, habe ich an den wichtigsten Orten Kameras aufstellen lassen. Im Museum, Forest Blackwells Villa und natürlich in den Banken. Was zum... Besprechung beendet! Alle Einheiten zur Bank! Warum? Ich hätte da noch eine Frage, Chief. Ihn kann ich nicht zuahnen, er sagt mir gar nichts.
Du. Ja, wenn du es 65 Mal die Woche was kaputt gemacht hast. Bereit es den Verbrechern zu zeigen, Chase? Hey, klar. Auch wenn gerade ein Verbrechen stattfindet, müssen wir rücksichtsvoll fahren. Natürlich. Der Letzte zahlt einen Monat lang alle Donuts für den Chief. Juhu! Ja. So viel zurücksichtsvoll. Hey Chase, ich habe deinen Kommunikator aktualisiert und das Navigationssystem aktiviert. Damit kannst du dich leichter in Lego City zurechtfinden. Ich habe die Cherry Tree Bank mit einem Polizeischild markiert. Perfekt. Das schafft man, glaube ich, gerade noch. Linie. Sie führt dich direkt ans Ziel. So, Arme einsteigen. Chase? Ja, Honey? Ich hab mich verfahren. Können wir die Wette abbrechen, bitte? Ich hab mich verfahren. Hey. Kann ich mit dem Auto einfach reinfahren? Ist sogar richtig schön. Holzilei. Lol. Verfolgt diese Witzfigur! Oh, verfolgen, verfolgen. Ramm mich doch nicht. Aus dem Weg. Der hat einen überfahren. Ich hab's genau gesehen. Oh, Kacke. Mann, was ist das für Schrottkarre hier? Komm, Fuß! Okay, das Auto sah schon mal besser aus. Das sieht ja lustig aus. Ich muss mich hinlegen. Ah, mein Auto ist fast kaputt. Ah, bist du fällig, du Clown? Hauptsache der Clown macht sich über mich lustig. Damit kommst du nicht durch. Diese Stadt gehört jetzt den Gaunern. Nicht mehr lange. Hup, hup. Chase, hast du was Neues für mich? Ja, ich habe den Fluchtfahrer festgenommen. Sehr gut. Gutes Timing noch dazu, denn jemand vom Roten Café hat nämlich gerade einen Clown gemeldet, der auf das Dach steigt. Könnte einer der Verbrecher sein. Entweder das oder ich versaue einem Kind gleich die Geburtstagsfeier. Bin unterwegs. Soll es geben. Meine Polizeidrillerpfeife wohl ist. Ein Pfiff damit und der gesamte Verkehr steht still. Die Polizeidrillerpfeife.
So, rücksichtsvoll fahren. Das wäre lusch näher. Bisschen langsam ist der Wagen hier, aber es ist halb so wild. Jetzt hier den nächsten Clown, hätte ich gesagt. Schaut aus wie das rote Café. Hätte ich jetzt bei ganz dreist behauptet. So. Hey, alle mal herhören. Ist irgendjemand hier zufällig ein Clown-Bankräuber? Oh Mann, wäre ja auch zu einfach gewesen. Ich kontaktiere wohl besser Ellie. Ellie, hier ist kein Clown in Sicht. Keine Sorge, ich habe gerade die Scan-Software deines Kommunikators aktualisiert. Benutze sie, um dich vom Dach des Restaurants aus umzusehen. Sie wird dir als Räuber verdächtigte Personen anzeigen. Und dann? Nimmst du sie fest? Klingt kompliziert, warum festnehmen? Wer kläfft denn hier? Aber wirklich hochspringen kannst du nicht, junger Mann. So, wo ist er denn, der Gauner? Oh, mal ein bisschen Leben in diese Betonwüste bringen. Oh, so gefällt's mir. Entzückend, auch wenn ich es selbst sage. Oh, so weit ist es also gekommen, dass ich die Pflanzen eines Fremden bewässere. Ja, das klingt schon ein bisschen traurig. Oh, hast mich fast erwischt. Na, 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 na. Was machst du da unten, hä? Auf grüne Bodenplatten soll man das stellen. Das lasst ihr einrichten. Kannst du nicht so hoch springen, hä? Du machst. Mach's gut. Warum laufst du denn von mir weg, du? Hey, Hans, kletter doch an der Bodenranke hoch. Oh, hoppla. Kaputt gemacht. Na, der ist goschert. Unglaublich, dass ein Clown eine Bank überfallen hat. Sind wohl alle Klammern im Zirkus. Schauen wir mal, ob das jetzt so funktioniert. Na also. Jetzt duscht man den da unten ein bisschen.
Was machst du denn da? Also wer immer das verlegt hat, der hat gute Arbeit geleistet. Yay, wir haben die Bodenranke geschafft. Naja, oder? Ja. Was anderes ist. Ah. Da, wo ist er? Rauskommen und Flossen hoch. Oh, so ein Mist. Lol, ist einfach halt, durch das Ding durchgelaufen. Lass mich in Frieden. Verzieh dich. Ich bin ein unschuldiger Clown. Halt, oder ich laufe dir weiter hinterher. Lass mich in Slide Tackle. Okay, wir können das auf die harte Tour oder auf die weiche Tour machen. Die weiche Tour. Einer der anderen Räuber wollte auf einen Frachter springen, falls was schief läuft bei dem Überfall. Und, kriege ich diesmal eine hübsche Zelle? Sicher. Wow, das war wirklich die weiche Tour. Die ganz weiche Tour. Chase, hast du den Räuber geschnappt? Dein Timing ist verblüffend. Und ja, er ist in Gewahrsam. Einer der anderen Räuber ist wohl an den Docks. Willst du den auch festnehmen? Ich check mal meinen Kalender. Ruf mich an, wenn du ihn hast. Machen wir. Halt, im Namen des Gesetzes. Ich brauche ein Fahrzeug. Schau dir hier deinen komischen, hässlichen Mini. Aus dem Weg. Wow, das war knapp. Ich kann einen Bus gerammt und es ist uns nichts passiert. Was sagt uns das? Richtig, der Mini ist besser als die Polizeikarre. Vor allem so schneller. Ein kleines bisschen abgekürzt. Auch nur ein kleines bisschen. So. Hier kann man schon mal alles kaputt hauen. Das ist immer gut. Eine Möwe, bleib da! Kackmöwe! Der sieht verdächtig aus, der Tanz. Na klasse, wie soll ich denn da reinkommen? Können Sie mir einen Gefallen tun? Hey, Chlor. Ich muss das Tor aufkriegen. Mach ich doch gern. Prima. Mir nach. Fährst jetzt einfach durch? Ich bin einfach durchgefahren. Machst es viel zu kompliziert. Stellen Sie sich auf die Kisten. Ich hebe sie an. Das den Arbeitssicherheitsnormen entspricht. Durch die Tür und verraten Sie dem Vorarbeiter nichts davon. Das ist gegen die Sicherheitsvorschriften. Oh, okay. Würde ich ihm nie sagen. Herr Vorarbeiter, er hat mir hier Dinge tun lassen.
Wir sind drin. Hinten ist irgendwas. Das sieht verdächtig aus. Mann, schwimmt doch da jetzt hoch. 20, was sie dir abgeschoben haben, Chase. Ha? Wo kannst du denn hier nicht hoch? Was ist mit dir? Kaputt. So. Also man kann hier bloß auf Arme rüberspringen, glaube ich. Im einen Moment habe ich ein Sandwich, im nächsten ist es weg. Oh, du Armer. Ah, hier muss man irgendwas auslösen. Okay. Habe ich verstanden. Wie wirklich? Links rum, dann nochmal links rum. Und dann rennen wir hier rein. Sprint. Gegen einen Undercover hier. Ähnliche Möwen. Verzeihung. Wie komme ich bitte auf den Frachter? Ich pfeife einfach und Larry macht dann mit dem Kran den Rest. Prima. Und das passiert, sobald meine Mittagspause vorbei ist. Okay. Also nie. Weil mir eine Möwe mein Sandwich gemopst hat. Ich gehe es für Sie suchen. Sie erkennen mein Sandwich an der Größe, die Sandwich zu haben. Oh, das ist eine sehr gute Beschreibung. Falls Gurke drauf ist, ist es nicht mein Sandwich. Oh, hat die Möwe es versteckt. Falls Wurst und Marmelade drauf sind, ist es mein Sandwich. Oh. Komm, das musst du Marmelade essen, ey. Gib mir das Sandwich, du fliegende Ratte. Hier ist ein Propangastank. In jedem anderen Spiel wäre er schon explodiert. Sieht ein wenig eklig aus. Larry! Der Typ hier will aufs Schiff. Hilf ihm mal! Klar doch, Boss! Na, der ist motiviert. Der steuert alles mit den Füßen. Danke. So, hier mein QTE. Bin ich? Ein Polizist? Nicht bloß irgendeiner. Bin heute in Spitzenform. Schwimmen wir hier schon wieder lang. Mein Gott, schwimmst du langsam. Wenn du nichts dagegen hast, misst dich dann mal los. Halt, Polizei! Bleib stehen! Bleib jetzt stehen! En garde! Hab ich euch, dreckige Clowns-Bagage! So, wir haben einen Anruf. Hallo. Na, hast du diese Clowns schon geschnappt? Ja. Ja, Chief. Dann geh und kümmere dich um die Straßensperre auf der Auburn Bay Brücke. Diese Anfänger haben es versaut. Schlimmer kann es nicht mehr werden. Jawohl, Chef. Hey, toll gemacht.
Gut, dass wir diese Bankräuber-Clowns festgenommen haben, sonst hätte es vielleicht den reinsten Medienzirkus gegeben. Einen Medienzirkus, weil sie doch als Clowns verkleidet waren. Der Witz ist aber schon seit dem Zirkus. Zirkus-Clowns. Ist das Ding an? Dafür hast du kein Lächeln verdient. Oh, links herum. Kann man hier Tricks anmachen? Na. Ich wollte ihn noch bloß aufs Hinterrad stellen. Ups. Mein Motorrad hat Feuer gefangen für eine Sekunde. Da du, da da. Die Polizei ist da. Sie können doch fahren, oder? Ich brauche Hilfe. Keine Sorge. Du links und nach vorn. Du rückwärts und rechts. Du links, dann rechts und nochmal leicht links. Du weiter wie gehabt. Ich liebe es. Den haben wir auch schon gefahren, den rosa Flitzer hier. Entschuldigen Sie, Ma'am, aber ich brauche Ihren Wagen. Natalia! Yep. Mein Wagen ist Schrott. Hat es nicht gereicht, mein Leben zu zerstören? Du hast dich kein bisschen verändert. Lass das Süßholzgeraspel. Deinetwegen musste ich meine Identität aufgeben. Sogar meine Haarfarbe musste ich ändern. Oh. Du warst damals nicht blond? Du... Ich gehe jetzt noch zu Dad, verabschiede mich und dann verlasse ich Lego City. Sehe ich dich wieder? Nein! Sie brauchst mit deinem Auto davon, nur so nebenbei. Wobei, es war nicht deins, so gesehen, verkraftbar. Was ist denn mit der Straßensperre passiert, Chase? Oh, ein Wagen geriet außer Kontrolle. Keine Sorge, hab mich drum gekümmert. Okay. Aber ich brauche einen neuen Wagen. Meinen habe ich, verloren. Eigentlich war das nicht mal meiner. Keine Sorge, bei Frank sind es im Schnitt 2 pro Woche. Beim Imbiss nördlich von dir befindet sich eine Fahrzeugrufsäule, ist aber schon länger außer Betrieb. Und ich soll sie jetzt reparieren. Bist ein schlaues Kerlchen, Chase. Immer muss ich alles machen, was? Dafür brauchen wir Dynamit, vermute ich mal. Ah, schauen wir die Autowerke an. Der Vigilant Athena. Gruselig, gruselig. Was haben wir hier noch? Ah, yes, Octan. Hallo. Ich suche diese alte Rufsäule. Kennen Sie die? Dafür habe ich jetzt keine Zeit. Sieh dir nur die Zapfsäulen an. Alle zerstört. Und ohne Zapfsäulen keine Kundschaft. Aber dank unserer berühmten Eierpastete ist das Gegenteil auch nicht wahr. Reparierst du die Zapfsäulen, soll es dein Schaden nicht sein. Ach, ich mag die Lego-Spiele. Sie haben sie sind humorig, sie sind locker zu spielen. Ich bin ruiniert, sag ich dir. Großartig! Der Imbiss ist gerettet. Der Imbiss? Was möchtest du? Eiscreme? Ein Hotdog? Eiscreme-Hotdog? Ja, von denen habe ich noch jede Komisch. Menge. Oh, ich weiß. Ich gebe dir diesen Superstein. Der hilft dir beim Reparieren der Rufsäule.
Und irgendwo hier müsste noch ein anderer Superstein sein. Folge der Spur. Folge dem Schotter. Oder ums Weh. Ha. Ist wie Jerry Maguire zu sagen. Führ mich zum Schotter. Super Trooper, mal freischalten. Okay, wir haben genau A-Fahrzeug bisher. Sind wir? Ach, wir fahren den schick im Rosa. Das schreckt die Bösewichte ab, was Böses zu tun. Das müsstest du mit der Karre mitfahren. Um es wie Nico zu sagen. Chase, ein weiteres Verbrechen ist meine Lieblingsfarbe. Auf dem Lego City Funkhaus haben sich Verbrecher verschanzt und unsere Leute kommen nicht rauf zu ihnen. Ich kann nicht fliegen, das ist dir doch klar, oder? Ja, aber mein Onkel Duke ist der Sheriff vom Bluebell Nationalpark. Er hat ein paar der alten Wurfhakenkanonen. Die könnten sich als nützlich erweisen. Wurfhaken sollten zu Unfällen führen. Deshalb benutzen wir sie nicht mehr, weißt du noch? Na, wenn dir das natürlich zu riskant ist. Ist es natürlich nicht. Super, ich sag Onkel Duke, dass du unterwegs bist. Ich hoffe, denen geht's gut. Wir fahren in die falsche Richtung. Nox! Lalü, lala, der grüne Kobold ist bald da. Ach, Menno. So ein schönes Auto hier um die Ohren geflogen. Warum ist eigentlich alles schneller als der Polizeiwagen? Also wirklich alles. Ja, nicht nur lahm, sondern mega lahm. Ach komm schon. Wieso steht eigentlich alles auf dem? Das habe ich mir auch gefragt, warum die Kahne hier mir auf dem Kopf landen. Und aber Drift, wow, ein fetter Drift. Abkürzung haben wir auch noch gefunden. Und einmal eingeparkt. Ja, das hat sie. Freut mich, Chase. Wie erst? Duke Huckleberry ist der Name. Und ich weiß alles über dich. Ach du Scheiße. Verzeih meine Offenheit. Aber ich weiß von deinem Fehler. Dich aber deswegen gleich zu versetzen, fand ich ein bisschen heftig. Vor allem, da du den Zeugen zum Reden gebracht hast. Nun ja, ich habe in der Zwischenzeit dazugelernt. So was Dummes passiert mir nicht nochmal. Alles okay? Ja, alles okay. Alles besser. Sie zufällig eine Wurfhakenkanone? Klar habe ich die. Nimm dir ruhig eins dieser nutzlosen Dinger. Haben mir kein bisschen bei der alten Bessie geholfen.
Hä? Streifenbarsch, grau. Ungefähr so groß. Was? Nichts. Na gut, ich muss da mal. Wurde gerade ein Eichhörnchen vernascht. Verbrecher schnappen. Klar, viel Glück mit deinem neuen Spielzeug. Die sind gar nicht leicht zu handhaben. So, jetzt zurück. Wo ist mein Lalülala? Immer den kleineren. Sieht hübscher aus. Ist zwar, glaube ich, noch langsamer. Hey Chase, es gibt da ein Problem. Okay. Ja, die Sache lief bisher auch viel zu glatt. Was gibt es denn? Wir haben widersprüchliche Informationen darüber, in welchem Gebäude die Räuber sind. Der Chief hat Fußstreifen auf die Suche geschickt, aber ich denke, du findest einen besseren Weg. Begib dich auf das Dach des Burgerladens, den ich auf deiner Karte markiert habe. Von dort kann ich mit dem Scanner herausfinden, in welchem Gebäude sie sind? Korrekt. Viel Glück, Chase. So, was suchen wir hier überhaupt? Er findet lauter weiße Flecken am Boden mit UV-Licht, sehr verdächtig. Vielleicht kann ich jetzt noch gesperrt. Da. Mal ausparken. Platz da, hier kommt der Landvogt. Oh, oder nicht? Ist angefahren, der Landvogt. Au. Oh. Mein Gott, du verhungerst ja bergauf. Kackwagen. Dieser doofe Chase. Was kann der überhaupt? Ups. Endlich ein Cabrio, wurde Zeit. Wie sie in Bud Spencer gesagt hätten, haben auf Sommerbetrieb umgeschaltet, Sir. Was machst du denn da? Aha. Jump. Das erinnert mich gerade ein bisschen an Burnout Paradise, da gab es genau die gleichen. Aha. Viele Tote. Ach Mann, warum kann ich die Burgerladen hier nicht platt fahren? Weil Jenny gehört, oder was? Doofe Jenny. Da, wo müssen wir uns hochseilen hier? Das sah nicht sehr spektakulär aus.
bisschen wenig Power hat diese Wurfhakenkanone. Ah, hier ist eine Leiter. Wo gibt es denn hier Leiter durch einen Burger? Ach, ich frage gar nicht. Wird alles seinen Sinn haben. So, dann wollen wir mal sehen, wo ihr seid. Hab euch. Wird Zeit, dass euch jemand darunter holt. Weniger quatschen, handeln ist angesagt. So ist es. Ellie, ich habe die Räuber gefunden. Aber ich werde mich auf das Nachbargebäude begeben. Von dort aus springe ich rüber und habe das Überraschungsmoment auf meiner Seite. Und verpatze ich es, bin ich wenigstens eine Woche krankgeschrieben. Hm, lecker Krankenhausverpflegung. Ich würde mich nicht krank schreiben lassen. Nicht mit Krankenhausverpflegung. Ist ein Lose-Lose. Da gewinnt keiner dabei. Wegen einem schlimmes Sache wurde eingesperrt. Ich weiß auch nicht mehr was. Oh, zum Glück habe ich keine Höhenangst oder irgendeine andere lächerliche Phobie. Bonjour! Französische Papageien! Also vom französischen Papagei hätte ich aber Angst. Es muss einen Weg zu diesem Gebäude geben. Wuhu! Wurfhakenkanone ist super! Wuhu! Okay, jetzt ist mir ein bisschen schlecht. Was ist das denn hier? Bisschen komisch abgemixt ist das Ganze manchmal. Manchmal ist das Spiel total laut, anders mal ist es wieder dann total leise. Komm schon, Chase, schneller! Achso, ich muss das wieder runterziehen. Jetzt machen wir dreimal den Trampolin gebastelt. Klingt ein bisschen wie ein Seehund. Sah eh geschmacklos aus. Da kann ich dir nur recht geben. Was denn jetzt bauen? Oha. Hey, hier unten ist ein Korb. Alle Mann abhauen. Ihr habt doch keine Ausdauer mehr. Die Diebe werden mir nicht entkommen. Das war gerade so hot fast. Den einen habe ich, bleiben noch die anderen. Komm erst mal. So, wir nehmen alles zu Schutt und Asche. Für dich, dass sie gesagt haben, dass sie gar nicht mehr so fit sind. Wow, wusste gar nicht, dass ich so ein guter Turner bin. Haben sie ganz schön weit
fliehen schafft. So, kletter und hopp und hopp und hopp. Und hopp und hopp und hopp. Warum stehen denn hier übrig? Grills? Das habe ich noch nicht ganz verstanden. Keine 3 Meter weit gehen, ohne den Grill zu sehen. Beachtet mich gar nicht. Tun Sie eh nicht, keine Angst. Zusammenbaut. So. Wir haben gleich noch umgegangen, aber schneller gegangen. Aber nicht ob wir gehen. Ach, was haben wir denn jetzt? Kabeln können wir dabei auch noch nicht. Was kannst du überhaupt? Und es ausschaut nicht viel. Wo müssen wir denn jetzt hin? Haben wir mal hier alles zu Klump. So, damit habt ihr auch wieder Fernsehen empfangen. You are welcome. Ups. Ich glaube, ich habe John McClane hier gerade gekillt. Chase McCain meine ich natürlich. Hallo! Was? Oben ohne, unten mit Hose. Schönen guten Tag. Irgendwie habe ich das Gefühl, ich bin irgendwo falsch abgebogen. Jo. Falsch abgebogen, ganz klar. Schön, jetzt muss ich ganz Schwachsinn noch mal laufen. Nur weil ich falsch abgebogen bin. Nein. Und hopp. Ungefähr die gleiche gute Physik wie Uncharted. Manchmal kommt er 50 Meter, manchmal auch nicht. Alle ist eine Frage des Glücks. Okay, wir müssen uns auf jeden Fall wieder hier rüber katapultieren lassen. Hier hinten leuchtet irgendwas blau. Dann lassen wir uns hier hoch. Mein Gott, bist du fit. Du bist verhaftet. Bleibt nur noch der Anführer. So. Mann, pack die Knarre weg, Mann. Was ist mit dir?
Tschüss. Ihn zu schnappen wird wohl schwieriger. So, Quest done. Scheiß auf die paar Münzen, braucht der keiner. Du entkommst mir nicht. Oh, oder doch? Das nenne ich eine Aussicht. Hier müssen wir ja gar nicht hin. Durch eine Person erkennen, die womöglich der Kopf der Verbrecherbande ist. Sie scheint jemandem zuzuwinken. Du musst dir schon mehr einfallen lassen, um mich aufzuhalten. Ach, warum habe ich nur die Klappe so weit aufgerissen? Moment, hopp. Schickt sich doch jemand der Lego City Polizei an, hier mitzumischen. Und es sieht nach einer Verhaftung aus. Für Sie vor Ort Conrad Peters von den Kanal K Nachrichten. Oh Mann, Kanal K Nachrichten. Dirty Harry, wo bist du, wenn man dich braucht? Komm schon, gib endlich auf. Eben, der Meinung bin ich auch. Ich brauche eindeutig einen schnelleren Greifhaken, er braucht ja eine Stunde für alles. Alles klar bei dir? Oben ohne, unten mit Hose? Das sieht mir noch ein Geheimgang aus. Ah, no. Geronimo! Oh ja, super Zeitlupe. Oh mein Gott, ich bin nicht mehr im Bild. Rex. Er nimmt mich auseinander. Er meldet sich nur per Telefon. Und wer weiß es sonst? Was weiß ich? Vielleicht Blue. Er ist im Albatros-Gefängnis. Geh zu ihm, aber lass mich bloß nicht fallen. Am Fuß gefangen. Nicht schlecht. Du scheinst ja gut informiert zu sein. Naja, ich schnapp das ein oder andere auf. Na, jetzt wohl nicht mehr. George? George Vater Bensonberry? Hey! Lange nicht gesehen! Natürlich läuft der da im Hintergrund vorbei. Ach, ich finde die 80er Mucke cool. Herrlich viele Anspielungen, bist du. Kurz zur Rekapitulation, wen haben wir alle gefunden? Wir haben gesehen Dirty Harry, wir haben gesehen Sherlock Holmes und Watson. Wir haben noch irgendeinen Cop gesehen, den ich nicht kannte. Und vieles andere. Was haben wir freigeschaltet? Parcours. Kurmus. Schauen wir mal. Warum sollte ich das machen? Wegen ein paar Steinen fangen wir das nicht nochmal an. Ich hoffe, du hattest bisher einen erquicklichen Tag. Oder einen schönen Tag zumindest. Chase!
Armin Montag ist. Hab dich gerade im Fernsehen gesehen. Sahst etwas blass aus. Hast du was rausgefunden? Ja, muss ins Albatross-Gefängnis. Hast du eine Ahnung, wie ich da hinkomme? Der Chief wird das nicht gerne hören. Er hat die Ausbruchsakte bereits geschlossen. Und wenn er davon nichts erfährt? Keine Ahnung. Ich frag ihn mal. Warte. Gibt es vielleicht einen Weg, ohne dass der Chief davon erfährt? Okay, stimmt. Einen Weg gibt es. Zuerst musst du auf die Fähre am Steg hinter der Polizeistation. Und dann? Sagst du dem Chief nichts davon? Du... Danke, Frank. Wir sehen uns später. Okay, viel Glück. Und wenn du Ellie siehst, grüß sie von mir. Na toll. Schleudertrauma. Der hat auch Sommerbetrieb umgestellt. Ich kann es der Polizeichef nicht mitkriegen, wenn ich hinten durch das Polizeigebäude muss. Komm, du wirst aber ja auf den Mülltonne drauf schaffen, oder? Oh, na, tun wir nicht. So, wir müssen hier runter. Aber wie kommen wir da runter? Das ist hier die Frage. Übers Dach, wie auch sonst. Oh, können wir uns nicht leisten. Oh nein. Hier dürfen wir auch noch nicht drüber. Da nicht. Mein Gott. Schlecht ausgerüstetes Polizeigebäude. Ah, jetzt, ja, jetzt darf man drüber. Bluffbeard! Chase McCain! Bluffbeard! Lange ist her! Wir haben uns doch heute Morgen gesehen. Ah, das ist 6 Stunden her! Was machen Sie denn hier? Ich wollte mal was anderes machen. Ich bin jetzt Captain der Fähre und bringe kleine und große Halunken rüber zum Albatross-Gefängnis. Super, die Fähre. Aber wo ist sie? Hab sie versenkt. Welche Überraschung. Du kannst mir nicht zufällig eine neue bauen, oder? Dass du deine Fähre versenkt hast. Hey, Ellie. Haben wir hinter der Polizeistation welche von diesen Supersteinen? Ich muss die Fähre wieder zusammenbauen. War Frank wieder am Steuer? Dieses Mal nicht. Ah, dann lass mich schnell deine Scan-Software aktualisieren. Dankeschön. Okay, ab jetzt kannst du deinen Kommunikator als Datenscanner einsetzen. Er wird dir jeden Superstein in der Nähe anzeigen. Berühre die Datenscanner-Schaltfläche auf dem Kommunikator und folge den Anweisungen, nachdem ich auflege. Danke, Ellie. Datenscan, oh mein. Fehlen ja nicht so viele. 15.000 brauchen. Sollte mich wirklich mal als Pirat versuchen. Die Stimme habe ich. Wenn da nur nicht die Papageienfederallergie wäre. Die Papageienfederallergie? Sachen gibt's. Das Einzige, was echt blöd ist, dass du alle von diesen Fußtritten brauchst, weil sonst kannst du, wenn du das Ziel gefunden hast, nicht auslösen. Oder zumindest einen Großteil davon. Welcher Besoffene ist denn hier rumlaufen? Danke. War der groß genug oder müssen wir noch einen suchen? Nö, der hat nicht gereicht. So, ist der nächste Superstein.
Ah, hier ist dann noch einer. Lass mich den auch noch sammeln. Wenn wir jetzt hier auch noch rein könnten, wäre das natürlich super. Können wir aber nicht. Das ist das Problem. Oh, gibt es hier sonst so Supersteine? Können wir hier eine Leiter bauen? Also ich muss wieder außen rumgehen. Oder auch nicht. Ah, hier rüber. Okay. Meh. So fit bin ich auch, das kann ich auch. So. Ach komm, roll dich doch nicht ab. Was ist mit dem hier passiert? Achso, der trainiert. Dum, 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 dum. Dann vergesst man die paar Steine da drüben. Die braucht sowieso keiner. Steine. Wozu braucht man die schon? Lass mich raten, man muss ganz hoch klettern und einmal runterfallen. Oder nicht. So, jetzt einmal hier hoch. Komm, kletter hier hoch. Der gute Chase McCain hier ist schon einen Schritt weiter als Nico Bellic in GTA. Der hier kann nämlich schwimmen. Zumindest meistens. So, einmal hier. Einmal da. Ups. Werde wohl eine Weile hier im Hafen festsitzen. So. Du kriegst einen Luxusdampfer. Oh yeah, ein rosa Auto. Und goldene Stehen. Gut bei mir. Komm an Bord. Wir segeln zum Albatross-Gefängnis. Okay. Okay. Vielleicht schaffen wir es diesmal sogar. Es ist wie ein Pilot. Hey, steig bei mir ein. Vielleicht überlebst du es. Vielleicht auch nicht. Oh Mann. Die Chancen stehen 10 zu 90. Hieß nicht der Bösewicht in Pokémon Rot A Blue? Oder war das in Blau dann? Kann man nicht mehr erinnern. Ich glaube Red hieß er dann. In Rot und Blue und Blue. Ach, ich kann mich nicht mehr erinnern. Pokémon ist so lange her. En garde.
Warum packst du denn immer deine Knarre aus? Lass mal stecken. Wie gut, dass man das Thema Sicherheit hier ziemlich ernst nimmt. Dann lasse ich mich wohl mal selbst rein und suche Blue. Gucken wir uns mal hier am Strand um. Wir finden schon einen Weg. Das kann nicht so schwer sein. Dieser gut bewachten Insel. Was ist das, was wir hier gebaut haben? Ah, Fähigkeit ist noch gesperrt. Kann man hier bauen? Wahrscheinlich den gleichen Unsinn wieder. Oh, Sandburg. Man muss Prioritäten setzen, definitiv. Was ist das denn? Gesperrt. Jetzt haben wir dann einmal rundum. So wahnsinnig viel haben wir nicht gefunden. So wieder zig von diesen komischen Münzen, die meine war. Ja, bau wieder Sandburg natürlich. Sandburg. So. Einmal hier rum. Einmal darum. So, wo ist die dritte Sandburg? Da vorne. Sehr gut. Dann haben wir das nämlich erledigt. Was für eine, was das bringt. Aber dann haben wir alles erledigt. Hopp, sehr gut. Yeah. Was ist das denn? Das hat irgendwas freigeschalten. Unser kleiner Strandspaziergang. Zweimal, sehr gut. Boot abplatt machen, jawohl. Schwinde, du Boot. Ist das ein UFO? Ja, fast. Denk mal, das soll ja Rettungsring gewesen sein. Ha, wer ist er denn? Pressefotograf. Oh Mann, warum sollte denn ein Pressefotograf sein? Einer der schlimmsten Arschgeier überhaupt. Jetzt hier. Warte mal, warte mal. Warum leuchtet denn das hier schon wieder? Ah, verkehrt rum die Steuerung. Ein Superstein. Ja, lassen wir uns mal selber rein. Oder auch nicht. Vielleicht bringt es was hier drauf zu schießen. Es markiert zwar automatisch hier drauf. Bringt aber nix. Hm. Hat einer vor euch den Eingang gesehen? Ich bin etwas verwirrt gerade. Guck mal denn hier oben hin. Nope. Und einfach hier durchschwimmen. Schwimmen. Sehr verdächtig.
Oh Mann, ich habe mich verlaufen. Da hinten wird irgendwas angezeigt. So, das hast du jetzt davon, du Busch. Klingt den bei dem bitte abrutschen. Dann laufen wir noch mal rundum, vielleicht haben wir bloß was übersehen. Ach, guck an. Ich will mal Trillerpfeife. Ich weiß noch nicht ganz für was, aber es ist auch nicht so genau. Das ist unsere Vergewaltigungspfeife. Wenn uns einer zu nahe kommt, pfeift man aus und geben ihm eine gelbe Karte. Könnte ja rot sein. Mein Gott, ich habe die Sandburg kaputt gemacht. Sagt es bitte keinem. Sagen wir einmal rundum. Es hat nichts gebracht. Absolut gar nichts. Kann man jetzt hier rein? Das sieht so nach dem Eingang aus. Einen Haufen Leute drin, aber wir haben keinen Plan, wo wir hin müssen. Ich weiß, dass ich da hinten hin soll, aber wie, Jungs, wie? Der Junge hier kann nicht hoch genug springen. Kann ich einfach den Polizisten ins Gesicht schießen? Ihn aufzuwecken. Ach, dann hören wir halt das erst. Ein Indianer. Das ist nicht euer Ernst. Oh. Dass wir ja gar nicht sinnlos hier rumlaufen sind die ganze Zeit. Und man hätte an den Wärter gleich nehmen können, aber hey, ist ja nicht so genau. So, ich würde gerne einen neuen auswählen. Ah, okay. Das ist der schäbige Pressefotograf. Indianer haben auch freigeschalten. Spezial. So, dann schauen wir bei den Dienstleistern fertig durch. Kann ich denn hier jetzt nicht den Wächter auswählen? Wärter oder wie er immer heißt. Und wenn es einen schäbigen Pressefotografen ist, auch okay. Ja, eigentlich sollte man hier einen Wärter jetzt auch kriegen. Nur schaltet er mal den Wärter gerade nicht frei. Warum? Habe ich nicht ganz verstanden.
Sag mir bitte nicht, der ist hier dabei. Hä? Wo ist es hin? Ah, jetzt verstehe ich. Okay. Oh Mann. Man kann sie aber auch blöd anstellen. Dann sagen wir, da bist du sinnlos rumgelaufen. Soll es passieren. Wo ist er denn? So. Der alten Pizzaschachtel haben wir es gefunden. Zack. Und dann haben wir einen Schlüssel auch schon. Sicherheitscode eingelöst. Welt dem Untergang geweiht. Ich weiß, dass mein Controller rausgegangen ist. On guard. Wird es wohl weitergehen? Schauen wir hier. Ups. Nope. Na doch. Na. Müssen wir echt den langen Weg gehen. Oh. I don't like this. Not very much. Irgendwas mit der Fleischer, sind halt die Trainer. Weil ich sage, ich habe meine Guteste. So, hätten wir dieses Mysterium auch geklärt. Bin ich froh, dass ich mich heute nicht blöd anstelle. Das wäre nämlich sonst schon unangenehm. Nein, ach, fick dich. Oh, wir spielen ja hier Kinderspiel. Fick dich immer noch, ist mir egal. Meh. Schmeißt der mich da einfach runter? Ich weiß, ich darf keine schlimmen Worte sagen. Oh nein!
Versuch doch ruhig zu bleiben, aber diese Killerspiele machen mich immer so aggressiv. Ja. Powerhaken. Was wird passieren? Wenn wir den geheimen Stein hier noch finden, ganz schön knapp. So. Lebt ja in einer positiven Welt. Der ist die totale Gewalt. Ich habe noch nie einen langsamen Enterhaken gesehen als hier. Wenn du hier mit wo einbrichst, dann naja, lachen die dich nur auf halbem Weg aus. Ist es mir das wert? Ja. Immer diese Collectible Wut. Immer Dirty Harry durfte in dem Spiel seinen Revolver behalten, der Arme. Der hat sicher Depressionen jetzt. Guten doch. Dass dein Chef erfährt. Eieiei. Ihr faulen Wächter, euch weckt mir jetzt mal auf. Was ist mit dir? Unfassbar. Unfassbar. Könnt ihr mir aufstehen hier? Ah, ihr steht im Weg. Ihr pennt sogar im Stehen. Also ich kann vieles, aber im Stehen schlafen kriegen nicht mehr ich hin. Ah, ihr Verbrecher, hier, kommt her, hier ist der Hulk. Oh. Oder nicht, lass mich in Ruhe, tut mir nicht weh. Sieht sicher lustig aus, wenn hier ein Bulle Bench presst. Da freuen sich sicher die Verbrecher. Das. Keine Münzen dafür, Sauerei. So, der nächste Superstein. So wie unseren Piraten, unser Captain Kenny hatte den Fracht, der ist schon längst versenkt. Hey du, du gehörst in den Gerichtshof, nicht in den Gefängnishof. Nicht schlecht, Mann. Kannst ja richtig gut mit die Worte. Super, ne? Wo ist eigentlich euer Basketball geblieben, Jungs? So ein paar richtig fiese Typen haben ihn uns weggenommen. Total nicht nett war das. Wenn ich euch den Ball bringe, lasst ihr mich dann rein? Kein Interesse, dir das nicht zu versprechen. Doppelte Verneinung? Das enttäuscht mich jetzt aber. Das wird ein guter Tag. Hi.
doppelte Verneinung, das enttäuscht mich jetzt aber. Das wird ein guter Tag. Oh. Ja, dann holen wir den mal schnell ihren Basketball zurück. Bananen! Nein, ihr habt mir meine Bananen weggenommen. Wie könnt ihr nur? Wenn ich schon keine Knarre kriege, keine richtige, dann würde ich auch wenigstens Banane haben zur Täuschung. Geronimo! Wo ist jetzt der schäbige Basketball? Ihr seid also die Bösewichte hier. Dann gib mir jetzt auch eine Schnauze. Ich stehle nie. Nicht schon wieder. Ich streng mich nicht mal an! Mist, nicht mein Tag heute. Das ist nicht fair! Zack, alles verhaftet. Mist! Warte mal, warum dürfen denn hier die Leichen, wollte ich gerade sagen, die Gefangenen hier Feuer machen? Naja, welcher gute Polizist lässt Gefangene nicht an offenem Feuer grillen? Das ist nur fair. So Jungs, hier ist euer Held. Unser Ball! Na gut, wir lassen dich rein. Aber zu gütig. Ha, was muss ich denn hier machen? A, B. Yeah. Wo ist der? Ja, das ging ja easy. Der geborene Basketballer. Jetzt montieren wir das Ding hier weg. Schon sein, Kleiner. Ich bin Chase. Man sagt, du wüsstest was über Rex Fury. Rex Fury? Der schuldet mir was. Weil du sein Fluchthelfer warst? Wie kommst du denn darauf? Rex war mein bester Kunde, bis er verschwand. Schuldet mir noch Kohle für ein Whirlpool. Weißt du, wie schwer es ist, so ein Ding hier reinzuschmuggeln? Da fällt mir ein. Vorsicht mit Haywoods neuem Wagen, ha? Das glaube ich sofort, dass es schwer ist, in Whirlpool reinzulaufen. Das fragt sich hier jeder, aber keiner darf in seine Zelle, um sich umzuschauen. Nicht mal die Polizei. Da ist doch was faul. Nun, wir wollen beide, dass Rex hier wieder auftaucht. Ich hätte da eine Idee. Besorg mir ein paar Sachen aus dem Schrank in meiner Zelle. Ich rufe dich dann an. Hiermit. Das ist ein Croissant. Man erlaubt uns hier drin keine Handys. Das Handy ist da drin. Gib deine Nummer an. Oh. Hier. Ich hoffe, dein Plan funktioniert, Blue. Freeman, mir ist übel. Nein, ich bin nicht Freeman. Seine Anwälte sehen das vielleicht. Was ist denn los, Haywood? Gefällt dir dein neuer Wagen nicht? Wagen? Hat er seinen Wagen gegessen? Lol, das haben wir jetzt getan, oder was? Das haben wir wieder getan, sonst rennt er hier ungetan drum. Der Verrückte. Ah, ich mache einen Ball kaputt. Oder auch nicht. Immer diese Polizeigewalt.
Scherereien in Sicht. Gucken wir mal. Natürlich kriegen wir die Lümmel hier gefangen. Erstmal klauen wir alle Münzen hier. Warum steht denn hier Propangasflasche? Oh, schau, den haben wir angeschossen. Haben wir erstmal alles jetzt so klump. Super Steine können wir immer brauchen. Ich glaube zumindest, dass hier so Spezialstein-Dings ist. Boah. Double Kill! Oh, ich habe da gerade deine Beine gefesselt. Auf die harte oder auf die weiche Tour oder auf die ganz weiche Tour. Ich bin ja schließlich Lego City, da gibt es nur weich oder weich. Oha. Das war aber nicht die weiche Tour, ihn hier durch den Kopf durch so einen Automaten zu hämmern. Naja, das sehe ich anders. Gute Arbeit! Kann ich dir denn irgendwie helfen, junger Mann? Ja, ich müsste da die Zelle eines Häftlings überprüfen. Blue oder so ähnlich. Blue? Der ist fast so lang hier wie ich. Gibt mir immer ein Stück vom Kuchen, den seine Mutter backt. Auch wenn der komisch schmeckt. Ist aber sehr nett von ihm. So, hier. Ich mache ein Nickerchen. Muss geistig rege bleiben. Daher mache ich 4 pro Tag. Klingt nach gesunden Arbeits-Schlaf-Verhältnis. Schlaf an mindestens 4 am Tag. Best während der Arbeitszeit. Das ist taktisch gar nicht doof. Ich bereue gerade wirklich so einige Entscheidungen. Nope. Ja. Ah, jetzt können wir Panzer knacken. Komm schon, gib mir noch eine Chance. Du warst in der Zelle? Ja. Okay, schnell jetzt. Es sind Wachen in der Nähe. Wenn du die Ausrüstung hast, musst du dir Zugang zum Büro des Direktors verschaffen. Wie bitte? Das ist der einzige Weg in Rex Zelle. Warte. Psch. Ja, das ist Blue. Der spricht mit seinem Gebäck. Total durchgeknallt. Okay, los jetzt. Die Tür befindet sich auf der rechten Seite des zweiten Stocks. Und dann hoffen wir mal, dass der Direktor nicht da ist. Total durchgeknallt. Lass mich gehen. Ich bin unschuldig. Ich bin kein schlechter Kerl. Ich beweise es dir, wenn du mich gehen lässt. Du kannst mich hier nicht festhalten. Ich finde es was Komisches. An so einem schönen Tag. Ein komisches Gefängnis mit Laserschranken und mit Strom überall. Ist der einzige Grund, warum du ausbrechen willst, na dann. Das war der erste und einzige Superstein, den man hier finden konnte. So, wie geht's denn hier jetzt weiter? Das hat
erzähle ich meinem Anwalt. Tu das. So, einmal hier aufsperren, einmal wieder Räuber wechseln. Alles kein Problem hier. So, das können wir auch noch kaputt machen. Die Pritsche. Ja. Wenn ich dann auch noch schaffe, über so ein Ding drüber zu laufen, dann kommen wir auch voran. So, zweiter Versuch. Da guckt er wieder ganz unschuldig. So wie ich die Lego Games kenne, finden wir hier dann Aglino, den Mundharmonika-Spieler hier im Gebäude. Er wird mich überraschen, wenn nicht. Ah, ich muss B drücken, wenn es grün wird. Okay. John ist geknackt, wie im echten Leben. Einfach warten, bis es grün wird und dann. Ja, und dann drückt man. Und dann ist der Safe offen. Holy cow! Okay. Funktioniert. Kann ich nicht hier? Ne, kann ich nicht. So, einmal hier rüber. Hinter dir hinterher. So. Einmal hier hin. Einmal hier rein. Ein paar Knöpfchen drücken. Ein sehr sicheres System. Chase, das ist wirklich wichtig. Was ist denn? Glaubst du, Ellie mag mich oder nicht? Frank, ich bin im Gefängnis, um rauszufinden, wie Rex entkommen konnte. Du erinnerst dich? Oh, entschuldige. Aber ja, ich glaube, sie mag dich. Spitze! Ja, dann buchen wir hier schnell die Halunken ein. Boah, Alter, wie gemein. Wollt direkt über vier Stockwerke Orbicard, aber hey. Ist ja nicht so genau. Kann eben mal passieren. Da ein bisschen angepisst jetzt ist. Ich wäre es an seiner Stelle vermutlich, wenn mir einer aus dem dritten Stock abhaut. Zack, und offen ist es. Könnte meinen, er hat eine Bettphobie. Und Phobie gegen alles andere, da eben alles kaputt kloppt. Oder er ist der Hulk. Recht für mehr Varianten kann es nicht geben. So, arme Knöpfchen drücken. Piep, 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 boop. Chase, bist du drin? Ja, der Direktor hat gerade sein Büro durch die Tür auf der anderen Seite verlassen. Hm, das ist eine Privattoilette. Versperr die Tür. Der Direktor hat einen Geheimaufzug zu Rex Zellenblock in seinem Büro. Aber er wird dich da nicht einfach rumschnüffeln lassen. Alles klar. So schnell kommt er da nicht raus.
Hallo? Ist da draußen jemand? Kann ich dir ehrlich gesagt nicht beantworten. Nicht mal der Trottel Dunby. Ich will ja auch nicht, dass du wiederkommst. Oh, du hast aber irgendein Symbol daneben. Keine Ahnung, was das bedeutet. Ah, du hast sogar Turbo. Mein Gott. Ich kriege am Handy übrigens auch kein Bild und kein Ton. Aber ich kann da nicht sagen, warum. Versuch's mal über Beam Dots Pro. Achso, warte mal, du siehst und hörst. Bei dir geht alles, oder Hose? Kümmere dich nicht um die Fotos im Safe. Das ist meine Zwillingsschwester in dem Hochzeitskleid. Nicht ich. Das ist meine Zwillingsschwester in dem Hochzeitskleid. Oh oh. Ich habe ihn kaputt gemacht. Der Bulle am Bullen war zu viel. Also ich soll Platte abspielen, sagt er die ganze Zeit. Kann ich es laut und deutlich hören? Für die Töpfe. Welche Bewährung, Mann? You don't know who I am. Kümmere dich nicht um die Fotos im Safe. Das ist meine Zwillingsschwester in dem Hochzeitskleid. Nicht ich. Mann, würde ich das Bild gerne sehen. Es sieht sicher toll aus. Falscher Knopf. Ups. Fass ja nicht die Platten an. Vor allem nicht meine geliebten Opern. Natürlich spielen wir was ab. Ups. Die darf nur ich hören. Was ist da draußen los? Bis zum heutigen Tage weiß ich nicht, von was die beiden italienischen Damen gesungen haben. Und wieso tanzen diese Typen zusammen? Das ist die bessere Frage. Und wie hat der da den Topf auf die Birne bekommen? Es gibt so viel, was ich nicht weiß. Lass mich raus! Lass mich hier raus! Niemals! Best ist doch immer noch der Typ. Der gute alte Geheimgang hinter dem Bild. Ein echter Klassiker. Der Typ mit dem Topf im Kopf. Der glaubt sicher ans fliegende Spaghetti-Monster. Achso, ne, ist ein Nudelsieb. Die Zelle von Rex sein. Holy fucking cow. Im
Ja, eine größere Zelle als die meisten Wohnungen. Hey Jungs, weiß Rex, dass ihr seinen Whirlpool benutzt? Ich bin unschlagbar! Los, zeig mir, was du drauf hast! Combo! Ein Boxsack und Gewichte? Na toll. So, hast du es jetzt bis in den Privataufzug des Direktors geschafft? Ja. Wow, die Zelle von Rex ist hübscher als meine Wohnung. Welcher Film war das gleich gerade? Die Zelle besorgt und den Rest habe ich dann erledigt. Nach was hast du da drin überhaupt gesucht? Ich dachte mir, dass er in der Eile des Ausbruchs das ein oder andere Beweisstück da drin vergessen haben könnte. Viel Glück auf der Jagd nach Rex, Chase. Und wenn du ihn erwischst, grüß ihn schön von mir. Der Blue Whittaker. Interessant, ein versteckter Knopf. Jetzt war sie wenigstens auf der, was das angestellte Bild ist. Na, wie hieß der Film, wo Morgan Freeman im Knast ist? Ich kann mich an den gerade nicht erinnern, aber das müsste der gewesen sein von Anspielungen. Aber in der hier, wo ich eher Forrest Whitaker anspiele, also auf Morgan Freeman. Eine Jukebox in einer Gefängniszelle? Ob die Musik da drauf wohl kriminell schlecht ist? Oh Gott. Der Pun war aber schon richtig schlecht. Lol, ist das ein Guitar Hero Drum jetzt oder was? Ich bin mir nicht sicher, was an Rex widerwärtiger ist. Seine Verbrechen oder sein Musikgeschmack? Wie geil tanzt er denn? Hauptsache, der hat den eigenen Kühlschrank. Ist eigentlich ein schöner Ausblick für Gefängniszelle. Soll ich in das Ding reinschmeißen, sondern den Knopf drücken? Aha, noch ein versteckter Knopf. Welchen Film hast du denn gemeint, Hose? Weil du gesagt hast, du hast einen erkannt. Ich habe gerade keinen erkannt gehabt. Wow, gut, dass ich nicht drauf saß. Das wäre vielleicht ein bisschen unglücklich gewesen. Können wir das Ding wieder ausschalten? Das nervt. Oh ja, ich klopfe nicht nur Ganoven ab, ich hau auch ordentlich auf die Pauke. Wenn ich fragen darf, über was bist du denn verbunden, Hose? Über Notebook oder übers Handy oder. Stimmt, die Unsterblichen könnte sein. Uah. Mann, halt dich doch fest. Pizza. Ja, okay. Vielleicht ist die Mobile-App kaputt momentan. Lol. Irgendwie will er sie nicht festhalten. Eine Freundin von mir kann sie nämlich auch nicht verbinden und ich kann mit meinem eigenen Handy auch nicht verbinden. Na ja gut, wo soll er großartig hin, ne? Da ist der letzte. Erst bauen wir alles so Schrott. Eins, zwei, drei und wir sind frei. Der gute alte Geheimgang hinter dem Bild. Ein echter Moment. Hab ich doch schon mal gesagt, oder? Hm.
So, und raus hier. Oh, ich dachte, das Fenster würde aufgehen, aber okay. Natürlich hat er uns erwischt. Direktor Stonewall hat mich angerufen. Ich sage nicht, was er gesagt hat, aber es war nicht nett. Er hat ihn Trottel genannt. Rex hat sich wohl mit diesem Hammer den Weg in die Freiheit gebuddelt. Er ist aus der Bluebell-Mine. Her damit! Wenn hier irgendjemand Schlüsse zieht, dann bin ich es. Interessant. Ein Hammer. Und wo stammt der her? Das lässt sich nicht feststellen. Aber die Bluebell-Mine wäre ein Ort, an dem man mal nachsehen sollte. Da gab's vor ein paar Monaten nämlich einen Raub. Dann sehe ich dort sofort mal nach, Chief. Nicht so schnell, McCain! Sheriff Huckleberry kümmert sich drum. Halt dich von der Mine fern! Das ist ein Befehl! Hey, Chief! Ein Bild für den Herald? Ein Bild für den Herald? Hat er auch sicherlich die hier benutzt? Hier kommt das Vögelchen. Alle gucken woanders hin. Ja, Geschichte fortsetzen. Hallo. Hey Chase. Hallo Ellie, was gibt es? Hast du Frank gesehen? Er besorgt gerade was für mich. Sorry, ich habe ihn nicht gesehen. Aber wo ich dich gerade dran habe, weißt du was von dem Raub in der Bluebell-Mine? Klar, Duke hat mich damals mitgenommen. Ein paar Gangster haben Ausrüstung mitgehen lassen. Aber bevor wir den Zeugen befragen konnten, hat Stanby uns von dem Fall abgezogen. Es gab einen Zeugen? Ja, so ein schräger alter Kerl, Clarence Fletcher. Seine Freunde nennen ihn Stinker. Hübsch. Danke, Ellie. Ich hab so eine Ahnung, dass Stinker weiß, wer Rex' Freunde hier draußen sind. Und ich halte die Augen auf Frank offen. Und nimm den Zug im Bahnhof von Cherry Tree Hills. Von da aus bist du schneller bei der Mine. Ich nenne meine Freunde ja einmal Stinker. Ja, solche Freunde hat es echt gestraft. Ja, oh, was hat denn die Kamera jetzt gerade gehabt? Jetzt kann er gucken. Wir fragen heute Butch Patterson. Butch ist also typischer Verbrechername. Mein Name ist Butch Butcher. Zurück zum Gefängnis. Achte auf deine Brieftasche, falls wir kentern. Yeah! Hallo! Ha? Wollten wir nicht von hier weg eigentlich? So theoretisch, praktisch ungefähr. Du hast Twitter? Unfassbar. Zeit für die Heimreise.
topmodern ausgerüstet. Dann kannst du mir sicher mal Twitter erklären, das habe ich nämlich noch nicht so ganz überrissen. Na, alles fit bei dir? Ich würde hier gerne einmal die Backstube leer räumen. Na schon, da muss man irgendwas mit Hashtags und so einem Unsinn machen. Oh, ups. Sonst finden die Leute nicht, was man macht oder irgendwie so. Ach, weiß was ich. Yay! Und abrollen und abrollen. Zack, und dann bauen wir hier irgendwas hin. Imprisoner. Imprisoner trifft so eher. Ja, schauen wir, was wir hier so am Fahrzeugen schauen. Kompakt. Oh, ein schönes rosa Auto. Oh, ich finde unseren rosa Polizeiwagen viel besser. Guck mal, hier steht die andere Fahrer. Der war teurer. Nee, das ist ja fast zu männlich. Wir nehmen den hier. Das beruhigt mich. Ich habe meine Gaming News Plus von Twitter. Alles andere habe ich verstanden. Na, was sagt ihr jetzt zu meinem Mobil der Angst? Damit kann man den Verbrechern so richtig Angst und Schrecken einjagen. Weil allein die Vorstellung, dass sie mit dem Ding mitfahren müssen. Tragisch, tragisch. Oder kritisch, kritisch, je nachdem. Ah, nein, ich hab's festgefahren. Das habt ihr nicht gesehen. Meh. Das hat keiner gesehen. Das lag an der Farbe, die hat mich verwirrt. Oh, der ist sogar noch Ecke scheußlicher als vorher. Um Gottes Willen. Du bist jetzt über Beam verbunden, oder? Was so, eine erwachsene Frau, was willst du mit einem Lutscher? Komm her. Peng, peng, peng. Du bist aber kein Hipster. Definitiv nicht. Brauner Bart, rosa Haare, na schönen Dank. Um Gottes Willen. Naja, dann fällt Duschen dieses Monat aus, wenn du die Wasserrechnung nicht bezahlt hast. So halb so wild. Wie ist da die Bildqualität so? Ich habe die Plattform noch nie benutzt. Mir wurde es halt von Microsoft angeboten. Da ich ja Xbox A habe und die, glaube ich, Microsoft gehört die Plattform. Theoretisch müsste nämlich die Streamqualität dort besser sein.
Weil dann ist es egal, ob du... Das war kein Brecher, das war ein Polizist, der hier eingebrochen hat. Aufgebrochen hat. Nachgucken wollte, ob es alles gut ist. Er hat Schrei gehört. Ganz sicher. Ups. Oh yeah. Oh ja, wir haben Zugführer Bill freigeschalten. Es fällt uns nur noch der Feuerwehrmann. Der Indianer und der Polizist. Warte mal, den Indianer haben wir schon. Zugführer Bill, ich mach das für dich. Ruhe. Dann fahren wir hier hin. Der Panzerknacker fährt schwarz. Ich hab's gesehen. Er hat kein Ticket gekauft. Okay. Dachte ich mir schon, weil das müsste 720p sein, das Stream da ohne Verlust. Wäre es eigentlich schlau, die Files von dort zu nehmen und einfach zu Twitch. Mal gucken, wie das funktioniert. So. Warum ist irgendwas? Auch nichts zusammen mit. Das ist komisch. Was ist hier noch Zaun? Ah, jetzt. Ah, jetzt ja. Was ist das hier? Oh nein, hier können wir auch noch nicht hoch. Da müssen wir wohl die Story spielen. Ja, können wir doch kaum meinen. So, kann man nichts machen, kann man nichts machen. Kann man kaputt machen. Ah, kaputt machen. Hallo. Nein, ich habe nicht auf dich geschossen. Das täuscht. Superstein auch wieder gefunden. War zwar bloß ein kleiner, aber besser als keiner. Hier der Yeti wohnt. Hier britzelt. Dazu brauchen wir wahrscheinlich dann noch den Elektriker. Wir roden im Wald, es ist alles unsere Schuld. Miezekatze! Oh nö. Warum kann ich auf die Miezekatze schießen? Ich wollte sie doch bloß retten da oben, die hat sie verlaufen. Dann gehen wir jetzt zur Mission. Hey du! Sofort anhalten! Nach Minenvorschrift 4 Absatz 5 darf niemand ohne Genehmigung in die Mine. Richtig. Hier kommt keiner rein, der nicht rein darf. Nicht während meiner Schicht. Die ist vorbei, wenn die Schichtsirene ertönt. Warum sage ich das eigentlich? Naja, du wolltest es mir einfacher machen. Da machen wir mal schon die Schichtsirene. Oder nicht.
Schauen wir mal. Ist das die Schichtsirene? Na, was ist das? Doch, sicher ist es Schichtsirene. Ja, Feierabend. Ja, mich nimmt keiner auf den. Oh, Schichtende. So funktioniert es bei mir in der Arbeit. Ah. Auf die Sekunde genau gehe ich haben. Ich hoffe, uns hoch zu glitschen. Nee. Dynamit habe ich noch nicht freigespielt. Aber ich vermute mal, das kriegen wir jetzt dann in der Mine. Hoffe ich mal. Mein Name ist Bond. Clarence Stinker Fletcher? Andere Seite des Hauptstollens. Puh, falls sie nicht verfehlen, geht hoffentlich bald in Rente. Pfui, Deibel. Da ist er. Puste ihn weg. Mit dem Dynamit. Oh. Was zum Kuckuck? Okay, wer von euch Typen war das? Zum letzten Mal. Dynamit ist nicht zum Spielen da. Und du, zieh dir Schutzkleidung an. Auf die Pfeife zu warten und heimzugehen? Pete hätte in diesem Tunnel vorsichtiger sein sollen. Zwischenzeitlich war er genauso platt wie die Witze, die er sich danach anhören musste. Einen geilen Newberry haben wir gefunden. Arbeiter wohl erlaubt, etwas Dynamit zu borgen, um damit den Baumstumpf zu entfernen. Hat man jemals rausgefunden, warum diese Typen die Ausrüstung geklaut haben? Keine Ahnung. Vielleicht planen sie ihre eigene Mine. Damit kann man ja nur... sparen und das ganze Erz einfach holen sollen. Wer sprengt nicht mit Dynamit die Baumstümpfe im Garten weg? Ein Mist aber auch. Hab ich doch gleich am ersten Tag die ganze Anlage lahmgelegt. Da hat sich alles komplett verklemmt. Kriegen wir auch hin. Du kannst sicher einfach Sirene machen und heimgehen. Bei wem geht das bitte nicht? Mann, die Gleise sind noch nicht fertig. Wie soll ich die Lore mit dem Dynamit? Bessere Frage, wie hast du sie überhaupt so weit gekriegt? Weil die Gleise waren hier schon nicht fertig. Da hast du ein Stück mitgenommen, oder was? Das ist bloß eine Einstellungssache. Sirene und Heimgehen ist immer möglich. Man muss so wollen. Was bauen wir denn hier wieder Schönes zusammen? Was soll das jetzt darstellen? Nix. Okay. Ständig ist man vor fallenden Stalaktiten auf der Hut? Und dann, bumm, kriegt man einen fallenden Schuh auf die Birne. Ich frage jetzt nicht nach, warum du einen Schuh auf die Birne kriegst, aber hey. Das sieht mir ein bisschen stromig aus. Hallo! Können wir auch nichts ausrichten.
den Soll schaffe ich diesen Monat locker und mit dem Bonus lasse ich mich dann im Wellnessladen ordentlich verwöhnen. So sieht es also aus, in Wellnessladen gehst du. Mit Happy End oder ohne? Ich hoffe, dass wir uns ein Werkzeug aussuchen dürfen, aber der Vorarbeiter hat mir eine Spitzhacke ans Herz gelegt. Das Gebäude, das Blackwell plant, das sah richtig toll aus. Aber da hätte ich mir sicher nichts drin leisten können. Ganz bestimmt. Nicht unsere Preisklasse. Die Einstellung dazu ist ganz einfach. Das ist ein Problem für Future Nikki. Oder für Future Kollegen. Irgendwas mit Future war es. Ich kann mich nicht mehr so genau erinnern. Ich kann jetzt Dynamit benutzen? Das wird ein echter Knaller. Oh oh. Die lassen dich an Dynamit, das ist kein gutes Teil. Wir denn hier zum Trampolin? Hui, hui. Springen! Wo gehört denn hier die Handel dazu? Hey Mann! Das kannst du nicht haben! Ich brauch mein Dynamit! Aber wenn du die Gleise reparierst, das ist aber nett, das klingt nach einem echt guten Deal. Bevor wir das Ding da nicht rauskriegen, können wir den Kran nicht benutzen. Was ist das denn? Der Dude ist da vorne drauf. Der Silberblock steckt so fest, dass ah, achso, wir machen. Danke. Ohne dich wäre ich jetzt arbeitslos. So bin ich zu dir. So geht also Gleisbau. Habe ich wieder was gelernt. Sollte ich mich doch bei der ÖBB bewerben? Du hast die Gleise repariert. Beste Freund für immer. Willst du meine Loge? Nee, danke. Mach du mal selber. Der Typ hier hat auch die richtige Einstellung. Das ist die richtige Arbeitsmoral. Genauso wie der das hier macht. Hey, aufwachen! Ach, ein Schlaffer weiter. Ups. Hi Jungs. Wow, was für eine Explosion. Erst hat es voll Wumms gemacht. Und ich so. So, einmal dich verknacken und einmal dich beknacken, ja. Piu, piu, piu. Ach, noch mehr von euch. Komm her. Gut, ich werde bereits erwartet. Ungarn.
Hey, der erlaubt mich zu hauen. Ich glaube, da will jemand verhindern, dass ich Stinker finde. Muss mir unbedingt angewöhnen, meine Freunde Aso zu nennen. Ich glaube, das haben die sicher gerne. Ich meine, wer wird nicht gerne Stinker genannt? Was ist das denn hier, Dixie-Klo? Da oben ist wieder Dude. Ich finde ja lustig, dass es Automaten gibt, wo man sich Dynamit rauslassen kann. Hallo, ihr habt einmal das gelbe Dynamit. Dankeschön. Mal Dynamit zum Mitnehmen, bitte. Jagen wir jetzt echt das Klo in die Luft? Was? Okay. Verstanden. Keine Bohnen mehr. ein bisschen Privatsphäre vielleicht? Super. Ein Sprungbrett. Fühle ich mich gleich sicherer. Hoffe, meine Krankenversicherung deckt das ab. Ah, ich war nicht bereit. Ich glaube nicht, dass es der Krankenversicherung abdeckt. Liegt vielleicht dran, was wir genau dieses getan haben. Oh shit! Wieso war das da überhaupt? Nach einer Weile gewöhnt man sich fast an den Schrecken! Oh mein Gott! Du wirst noch schneller bremst! Das sieht sinnvoll aus, was du machst! Warum ecke ich nur immer wieder an? Ah. Warum nimmst du den kleinen Fallschirm, du Pfeife? Schon. Perfekte Landung. Hätte ich also gesagt. Perfekt gelandet. Hey, du weißt schon, dass es einen Aufzug gibt? Wie, es gibt einen Aufzug? Nein. Dann sind wir gerade von 500 Etagen so runtergesprungen. Du Penis. Sei froh, dass dein Kopf wie ein Holzklotz aussieht. Oder wie Lego. Hat der gerade wehgetan? Lol. Hurra! Hurra! Gib mir die Steine da hinten. Wo liegen? Wo muss ich eigentlich die Arbeit für euch machen? Was bin ich noch alles hier? Polizist, Bergarbeiter. Muss ich hier schon Arbeit für euch machen? Ha, was haben wir denn jetzt? Kontrollpunkt abgeschlossen. Hier war ein Totenkopf.
Du scheinst Stinker zu sein. So einsam wie du bist. Ach, das bin ich? Okay. Es tut mir leid, Chase. Ich wollte dich nicht beleidigen. Du verkleidest dich bloß so oft. Es ist so schwer zu erkennen, wer du bist. Gott, ich habe schon wieder Schlummelwarte gesagt. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Sowas würde ich normal natürlich nie machen. So schlimme Dinge in den Mund nehmen. Ich hoffe, ihr braucht das Zeug alles nicht mehr. Okay, die Stalagmititen können wir hier noch nicht benutzen. Aber wir kommen jetzt hier hoch. Gar nicht. Okay. Irgendwas dachte ich mir schon. Für den Superbau brauche ich viele Steine. Ach Mann. Wir sollten schon letzte Woche eine neue Bergbahn kriegen. Das 22.000, das ist ein bisschen viel. Meine lächerlichen 3.000, die ich momentan habe. Gib mir Supersteine. Alle. Was hat er denn hier verbullert? Verbullert? Verbuddelt? Yay! Dynamite! Bum-di-dum-di-du! Tut mir leid, Mister. Mit dem Nickerchen ist gleich vorbei. Jo, davon kannst du ausgehen. Wow, der hat aber einen tiefen Schlaf. Vielleicht ist er tot. Na, er schnauft noch. Noch. So tief würde ich auch gerne schlafen. Bedeutet Ärger. Au! Oh. Komm her! Einmal, zweimal. Du Mino Ami, schlag's mal in die Krankenhaus, Alter. So. Dann haben wir hier unseren Feller. Hier deine Ladekabel. Uäh, bisschen tief. Komm, kletter hier um die Ecke, du kannst es. Denn du bist Sailor Moon. Nee. Doch, vielleicht. Deine Autofahrt zufolge, ja, bist du Sailor Moon, aber. Nächstes Mal, wenn ich einen Spritztour mit der Lore mache, sollte ich aufpassen, dass der Vorarbeiter nichts mitkriegt. Jetzt muss ich eine Doppelschicht schieben. Ja, hättest mal besser aufgepasst, du.
Tschüss, schönen Abend noch. Dachte erst, da wäre giftiges Gas ausgetreten. Vielleicht bis zum nächsten Mal. Wir sollten hier unten eine Baseball-Liga. Baseball-Liga? Kommst du denn auf eine Baseball-Liga, Mann? Aber vielen Dank fürs Gucken, wie gesagt, anyway. Abrollen und B und rückwärts laufen, nicht vorwärts. Ja, so fit bin ich ja mindestens. Mindestens. Bin hier alles weg. Das Blowtorch. Der Vorarbeiter wollte mich sicher nur veräppeln, als er sagte, dass es in der Mine spukt. Natürlich wollte er den. Hat mich da was probiert? Das wird doch nie spuken. Mann, lauf doch einfach da drüber, du Pümmelnase. Gute, ehrliche, mannhafte Arbeit im Schweiße des Angesichts. Wie gern wäre ich noch Buchhalter. Wie gern wäre ich noch Buchhalter, das ist die Aussage des Abends. Ehrliche, männliche Schweißarbeit. Wie gern wäre ich noch ein fauler Sack. Ah, wir schaffen es nicht rechtzeitig. Ich bin wieder runtergefallen. Ah, schmeiß weg. Ach Menno, warum stelle ich mir denn heute so blöd an? Das ist Wahnsinn. Wäre ich doch zur Armee gegangen, dann könnte ich wenigstens auf dem Erdboden kriechen. Du hast hohe Prioritäten an deinem Leben, das sehe ich schon. Reiß dich zusammen, Joe. Denk dran, die Fledermaus. Lunte anzünden und Abstand halten. Das ist ein bisschen wenig Abstand. Lauf, du Idiot! Na gut, es war kein großer Schepperer. Mal hier das noch mitnehmen. Wo haben wir denn unseren Dieb? Was ist denn das? Papagei. Wir haben einen Papagei befreit. Wir sind die Besten. Oder die Liebsten? Ach, weiß was ich. Wir sind die Guderasten. Papagei zum Retten. Komm her, du Papagei. Solange du mit Französisch sprichst, haben wir keine Angst vor dir. Hier gar nicht runter. Okay. Wurscht, dann gehen wir einfach weiter. Das hat er jetzt davon. Wie sollen wir denn auf die andere Seite? Hey, gut gemacht, Mann. Aber ich gehe da nicht rein. Die Dinger sind nicht sicher. Ach. Auf keinen Fall.
Aber ich wünsche dir gute Fahrt. Das wird schon werden. Pass mal auf. Das nimmt wohl kein gutes Ende, oder? Oh! 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 Haha, das sollte ihn aufhalten. Beine dran, Arme dran, Kopf dran. Immerhin bin ich noch in einem Stück. Ja, Arme hier durch, Arme hier hoch, Arme rechts, dann haben wir es auch schon. Was machst du denn? Entschuldigung. Mann, warum rollst du dich denn immer ab, du Schwachmat? Tschüss, Papagei. Noch mehr Schurken. Stinker muss in der Nähe sein. Stinker muss in der Nähe sein. Warum kann der eigentlich mein Seilbahn springen von der Weite? Das ist ja gemein. Aber hoch! Geronimo! Vielleicht wäre es eine gute Idee, nicht in diesen Zerkleinerer zu stürzen, Chase. Oh, nur vielleicht. Man kann sie anstellen, ah, bitte. Das wird schon nicht so schlimm sein. Das weg. Durch. Man, kannst du ein bisschen weggehen? Jetzt kann ich ihn verhauen. Ja, danke. Hier ist wieder Klo zum Sprengen. Dominik, das Klo Sprengmeister. Schneller! Springt doch nicht so weit weg. Einbrecher. Chase McCracken. Baba. Zack McCracken. Oh, okay.
Ist egal, einmal Münze einwerfen, mehr hast du Dynamit. Viel Spaß damit. Dynamit einfach mal stecken bleiben, unfassbar. Ich will da noch gar nicht hoch, ich will hier rein. Ah, da oben ist ein Loch im Dach, ich sehe schon. Alles kaputt machen, alles muss in Schutt liegen. Nee, hast du glaubst, mein Sohn. Steckt das im Safe oder was? Oh, ein Aufnahmegerät. Vielleicht ist darauf ein Hinweis zu finden. Fletcher Logbuch 3011. Ich wurde... Hä? Wer ist da? Auf ihn! Schlurfen und rumsen. Ich versteck das Aufnahmegerät, Boss. Sie haben Stinker. Aber vielleicht kann ich sie noch einholen. Und was fahren die denn rum? Fury! Suchst du jemanden? Nein. Hinter dir! Wow. Lass den. Er kann sowieso nichts machen. Mein Kontakt hat jemanden, der uns einen nagelneuen LKW besorgt. Ein Geschenk der Lego City Polizei. Hey, hat mich ein Eiscremewagen gerammt? Könnte man meinen, aber nein. Du hast was auf die Mütze gekriegt. Gut, dass Danby mich hergeschickt hat. Duke. Oh. Ich hab nach einem Bergmann gesucht. Aber Rex war schneller. Versuch nicht zu sprechen. Natalia. Du bist meinetwegen hier? Nein. Er ist okay. Aber wieso dann? Ich war in der Gegend. Ihr Paar wird vermisst. Was? Keine Sorge, Natalia. Ich finde ihn. Ich finde ihn. Ohne dich. Ich hätte niemals gegen Rex Fury aussagen sollen. Wenn Rex ihren Paar hat und du ihn wirklich retten willst, dann solltest du erstmal lernen, dich zu verteidigen. Besuch mal diesen Typen. Er kann Kung Fu. 24/7 Kung Fu. Der 10. Stein. So, und damit beschließen wir auch den Livestream für heute. Wie immer, vielen Dank fürs Gucken an alle. Schön, dass ihr heute dabei wart.